Sie wird heute hier die Eröffnungsrede halten. Und wir halten uns fest, denn sie kommt wirklich jetzt auf die Bühne. Bitte um einen heftigen Applaus für die unvergleichliche Sibylle Berg! Ihr seid ja lieb. Dankeschön. Ich habe gehört, dass der Landeshauptmann nicht da ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt hier sein möchte. Ich habe noch nie einen Landeshauptmann gesehen. Das ist wahnsinnig schade. Ich habe jetzt eine Frage. Soll ich mit Fensterglasbrille? Warte. Sieht das so besser aus oder ohne? Ohne mit? Mit, ne? Es sieht so intellektuell aus, ich finde auch. Also, meine Aufgabe ist, die hochgekochte Stimmung so richtig auf den Nullpunkt zu bringen. Kann ich gut, mache ich. Ich habe irgendwie das Motto des Festivals ein bisschen verfehlt, aber scheiß der Hund drauf. Hier, ich mache jetzt einen auf Goethe erst. Konzentration. Es wird tief. Ihr hattet 1000 Jahre Zeit, habt nicht genutzt die Macht, die Größe. In eurem Streben stirbt die Welt, wie ihr sie kennt, wie ihr sie gern habt. Das, was hier bleibt auf neuem Boden, gedüngt von eurem kleinen Geist, ist, was wir schaffen, langsam, wartend, ist, was wir sind, was es nun heißt. Von vorne werden wir beginnen, als ein Geschlecht, als eine Kraft, die Neues will, die Güte kennt und Leiden, das sie euch verschafft. Ihr habt getötet, was euch schwach schien, was sanft war und voll Fantasie. Was blieb, da seht ihr es gestrandet, mit gelben Füßen, hoffnungsvoll, das gilt, euch erneut erhebend auf andere hinabzusehen, wo suchend ihr den Blick auch wendet, da ist kein Ort, ihr müsst nun gehen. Aus Trümmern werden wir errichten, was strahlt und rein ist, ohne Gier. Und alle gleich ist die Devise, der neue Mensch, das ewige Tier. Ihr stört, ihr seid der Schmutz des Alten, das Zeit zu träge macht und zäh. Zusammen rufen wir ins Gelbe, in das, was übrig ist, und Gift, du Mensch, du Pest, du Missgeburt, habst so viel Anstand, jetzt und geh. Schau, das sind die klaren Flüsse, der Wald, der Greif, der neue Aal. Für euch, ihr traurigen Gestalten, kommt nun das letzte Abendmahl. Wir spielen jetzt die letzte Hymne, den letzten Song, das letzte Lied. Wir sehen gerne, wie ihr aufgebt, mit freiem Mut ins Feuer springt, wie euer Körper zucken, toben, wenn ihr um euer Leben ringt. Verloren, sagen wir nun lächelnd, die neue Welt, sie findet statt, wenn sich das letzte Fleisch vom Knochen und euer Hirn gepulvert hat. Das war doch schön, oder? Der Mist ist, das war jetzt der intellektuelle Teil, das spiegelt so das Ding, ich sehe gar nichts. Also, jetzt geht es ein bisschen primitiver weiter. Hochkultur AD, wir mögen uns nicht und werden darum verlieren, weil keine weiß, was es zu gewinnen gibt, weil wir es nicht mehr kennen, nie gekannt haben, das bessere Leben. Da ist nur noch eine Ahnung, wir bilden Allianzen, wenn es uns nützt. Wir sind wie Bayer und Monsanto, wir hassen einander. Wegen des Wettbewerbs, den nur eine gewinnen kann, wegen Meinungen, die flüchtig sind, wegen unseres Verstandes, der so gerne Recht haben wollte. Denn gerade jetzt sind überall auf der Welt, in Geschäftsetagen, in Genossenschaften, in Wohnungen, Konzernen, an der Börse, in Hinter- und Vorderzimmern, auf Märkten, im Netz, auf Heiratsschwindlerinnen, Geschlechtsplattformen, in Galerien und Banken Menschen damit beschäftigt, einander zu betrügen, einander zu schaden, sich aneinander zu rächen, sich zu belügen, zu bestehlen. Sie bereiten feindliche Übernahmen von Firmen vor, die Zerschlagung von Konzernen. Sie planen einen Mord oder führen ihn aus. Sie fälschen Beweise, veröffentlichen intime Bilder. Sie planen Entmachtungen von Vätern oder Müttern. Sie stehen auf Stehbanketts und lügen sich ins Gesicht.
Sie hassen sich und lächeln und planen einen fingierten Autounfall des Gegenübers. Sie mobben sich in ihren erbärmlichen Großraumbüros, sie quälen das schwächste Kind, sie treiben die Einzelgängerin in den Abgrund, sie überfallen einander auf den Straßen, brechen in Wohnungen ein, ermorden Menschen, die ihre Rente abholen oder ihre Sozialhilfe, sie stehlen die Kollekte, stehlen Hilfsgelder, sie haben eine Mission, einen kleinen privaten Krieg gegen Kapitalisten, Frauen, Kommunisten, Abtreibung für den Gott oder den Jesus oder dagegen. Sie planen erweiterte Suizide, also die Ermordung ihrer Familie. Sie fälschen Unterschriften, Kunstwerke, streuen Zucker in Tanks, vergewaltigen Frauen, Kindern, alles, was sich bewegt. Sie wollen den Job des Vorgesetzten, den Mann des Nachbarn. Sie wollen berühmt sein, gehen über Leichen, lassen Gift ins Wasser, entsorgen Atommüll auf Feldern. Sie gehen in die Politik. Na Mahlzeit. Die meisten würden von sich sagen, dass sie ehrlich sind, dass sie das Gute wollen. Nette Kerle, patente Frauen, süße Jugendliche. Und doch stehen in diesem Moment oder im nächsten oder morgen 8 Milliarden Menschen. Ein paar liegen noch in den Windeln, die anderen hatten einen Schlaganfall, wieder andere sind krank. Also sind es vielleicht nur 4 bis 5 Milliarden, die genau jetzt versuchen, irgendeinem anderen Menschen zu schaden. Erstaunlich, dass wir es bisher geschafft haben. Wir sind nicht befreundet, weil uns die Welt zu viel ist. Zu viele Headlines, zu viel Aufregung, Empörung, Verachtung, zu viel Erregungsökonomie in den Medien, die armen Medien, mit den armen Medienmitarbeiterinnen, die mit ihren Erschöpfungsdepressionen wegen der langen Arbeitszeiten, der Überwachung ihrer Bildschirme, der Echtzeit-Klickstatistik, wegen der ständig drohenden Entlassung, die meistens auch erfolgen. Wir mögen niemanden. Unsere Körper verformt von Angst und kurz vor dem Zusammenbruch, kaum eines mit einem Gefühl außer ständiger Panik und dem Bewusstsein der eigenen Individualität, jedes mit seiner Identität, seiner Nationalität, Regionalität, seiner Religion und seiner Generation, sein Vorlieben und Abneigung gegen den Rest. Wir gehören zu keiner Gruppe, außer zur großen Klasse der Tagelöhnerinnen, der Dienstleisterinnen, die sich aber nicht mehr als Klasse versteht, zu der keiner gehören will, zu der fast alle gehören. Wir wollen nicht mehr denken. Wir haben Chat-GPT. Die formt aus unseren alten Gedanken neue Texte. Wir haben AI, die Menschen in fast allem ersetzen kann, das Mittelmaß durch ein neues, billigeres Mittelmaß ersetzen kann und mehr braucht es nicht, um Menschen zu unterhalten, zu informieren, zu bedienen, zu verwalten. Wir reden nicht miteinander. Wir schreien gegen einen gefühlten Untergang an. Gegen die Wohnungsnot, gegen unsere Verbringung in Zeltlager, gegen die komplette Überwachung, die Vermessung der Hirne, der Beobachtung, Registrierung, Auswertung der Menschen, seiner Einteilung in Wert und Unwert, gegen das Chaos, das Unbegreifbare schreien wir an und wollen doch eigentlich unsere Ruhe haben. Die Allianz der Ruhesüchtigen, der Vereinigung der Mehrheit, der Masse, der Konsumentinnen, der Machtlosen, die sich auf diesem Festival trifft und gegen die Entfremdung anredet und singt und spielt. Das ist süß. Aber vielleicht kommt alles anders. Denkt nur, wenn wir gewinnen könnten, Siegen, die Weltherrschaft, all das, allein mit der Kraft der richtigen Gedanken und Theorien und was richtig ist, entscheide ich. Die neue Welt würde klimaneutral sein, was immer das heißt, was man liest in Rechnern, in denen seltene Erden verbaut sind, ehe man in sein E-Mobil steigt, in dem Kobalt verbaut ist. Schlechtes Thema, weiter im Traum. Wenn wir die Erde übernehmen könnten, die Natur, deren Teil wir sind und achtsam blätterberührend mit nachhaltiger Kleidung auf nachhaltigem Boden stünden, den wir gemeinsam beackern, Und erregen müssten wir uns auch nicht mehr. Nicht an der Welt leiden, die ruiniert in der Ecke des Universums liegt. Wir müssten uns nicht mehr ohnmächtig fühlen und von Angst getrieben um die Mieten, die Tiere, unser Leben. Und nicht mehr wütend müssten wir sein und uns nicht vor BlackRock-Filialen kleben. Denkt nur, wie das wäre, vom alten System befreit, das erst uns frisst und dann sich selber. Eine wunderbare Welt könnte das sein, mit dem Neuen, was noch nicht existiert. Das wächst, denn es brennen kleine Feuer überall. Da ist eine Unmut auf den Straßen, bei Demonstrationen, in der Nacht, in kleinen Gruppen, in allen Ländern beginnen wir zu reden und vielleicht zu erkennen, dass es Zeit wird, sich zu verstehen, zusammenzuhalten oder aufzugeben. Die Spiele sind hiermit eröffnet.
Okay. Also, vielen, vielen lieben Dank. Ihr seid wirklich sehr, sehr nett und ich komme jetzt jedes Jahr und eröffne das Festival. Macht's gut. Tschüss, Graz. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Klaus, für Sibylla Berg.